Minecraft-Freunde von nah und fern und willkommen in der Folge, weiß ich gar nicht, weil wir heute was Spezielles machen. Wir befinden uns gerade hier schön auf der Bau-Event-Map, Halloween-Bau-Event 2020. Da werden wir bestimmt auch noch mal eine kleine Folge aufnehmen hier. Wir sind sehr, sehr weit gekommen hier, also schaut mal, da ist richtig viel passiert. Falls ihr die Streams nicht gesehen habt, dann fallt ihr jetzt wahrscheinlich gleich von eurem Hocker, ne? Aber darum soll es gar nicht gehen, weil es ist jetzt 19.58 Uhr und in 2 Minuten beginnt hier ein Spezial. Und zwar ein Beta-Funktionstest oder so von der Version 1.16. Ja, also auch auf Unlimited World. Der Black Hole, Grüße sei an der Stelle hier, ne, sei es gegrüßt, hat ein bisschen was geschrieben im Forum. Und er würde sich freuen, wenn da ganz viele Leute dran teilnehmen würden, weil wir wissen ja, er ist ja der Techniker, Programmierer, ne? Der macht das ja hier mit Minecraft alles hier, dass das alles läuft. Und er will da halt ein paar Tests machen da. Da sollen jetzt alle Spieler möglichst auf diese Welt kommen, um einfach mal alle Funktionen zu testen, die halt die 1.16 so zu bieten hat. Das heißt auch die Steinsäge. Yay! Müssen wir mal gucken. So ganz habe ich nicht verstanden, wie das dann funktioniert, aber das ist wohl die Welt, die ist wohl kopiert. Und dann kann man also, das wird dann wieder gelöscht wieder, ne? Also im Prinzip können wir da keinen Schaden anrichten oder so. Aber wir können halt mal probieren, ob alles funktioniert. Und genau das machen wir jetzt. Kurzes Thema noch hier, Bau-Event-Welt. Ja, ich bin noch nicht ganz fertig. Ich werde aber auf jeden Fall ein Let's Show machen, das verspreche ich euch. Auch nicht als Stream, sondern als Folge, dass die jetzt den Stream oder die Streams im Plural nicht gesehen haben, dann auch hier die Gelegenheit haben, hier mal zu schauen, was wir 2020 gebaut haben. So, Freunde, dann würde ich sagen, starten wir mal durch. Und zwar müssen wir jetzt erstmal die Verbindung trennen. Ich hoffe, dass das hier trotzdem aufzeichnet. Müsste aber so. Und jetzt habe ich hier unten was eingerichtet. UW Beta Unlimited World. Und da gehen wir jetzt mal rein. Mal sehen, ob es klappt. Ob ich darf, weil das sind auch Grundvoraussetzungen. Oh, was ist jetzt passiert? Scheiße. So, beachte hier, was? Beachte, das hier ist der Beta-Server ist. Achso, vielen Dank für dein Vot. Ja, ich weiß gar, ach du Scheiße. Okay, also hier ist auf jeden Fall Betrieb. Und ja, wir gehen jetzt einfach mal ein bisschen gucken. Haben wir gerade einen gekannt hier? Nee. So. Ja, sieht ja erstmal aus wie Unlimited World, nicht wahr? So, was kann ich jetzt hier machen? Muss ich hier wieder irgendeinen Knopf drücken oder so? Warte mal, ich guck mal eben, wo ich hier rumdrücken muss. Beta-Test-Server. Was ist denn das hier alles, Alter? Ah, das sind die neuen Sachen hier. Guck mal, ist ja geil. Also da ist auf jeden Fall jetzt dieses blaue Feuer. Cool, also es wird dann alles auf Unlimited World hier geben. Coole Sache. Ach ja, stimmt hier, den Bambus, den können wir ja dann auch anpflanzen. Mensch, Leute, wir brauchen noch Platz für den Bambus. Und hier sind die ganzen... Och, Leute, schaut euch das mal an hier. Das ist ja so... Och, guck mal, Honigblöcke, das ist so geil. Das wird es alles geben, aber hier ruckelt es ein bisschen. Alter, warum ruckelt denn das so? Okay. Es sind Zäune, da kann man nicht raufspringen. Ja, Schilder! Guck mal, mit farbiger Schrift gibt's auch. Das wusste ich gar nicht. Hä, wie geht denn das? Wie kann man denn mehrfarbige Schilder machen? Das ist neu. Ist ja toll. Hier so komische Böden hier. Was ist denn das hier? Das gehört zu Minecraft echter Zustand. Was soll denn das für ein Stein sein hier? Ach, interessant hier, das kenne ich gar nicht. Weiß gar nicht, was das... Das kenne ich hier. Den Stein kenne ich. Aber das hier kenne ich noch gar nicht hier. Interessant, sehr interessant. So, hier, na gut, das ist ja auch bekannt hier, das kennt man. So, hier, Fässer, Leute, das gibt Fässer, ja, das ist so geil. Fässer sind cool. Und hier so ein Karten... Hier, das ist... Das will ich sofort haben, Leute. Das will ich sofort haben, weil da können wir unsere Slabs herstellen, die Diorit-Slabs. Da hinten sind sie, da können wir sie schon betrachten. Genau, da können wir nämlich so geile Sachen mitbauen. Hier ist Mondkuchen. Ey, Mondkuchen ist lecker. Der mag bestimmt Mondkuchen.
So, und hier gibt's die neuen Erze. Ich glaube hier eins hier. Ach, hier, da steht's ja was. Netherit-Barren. Ach, so sieht das aus. Ach, das ist dieser antike Schrott wahrscheinlich. Der da so begehrt ist. Was ist das hier? Sieht auch toll aus. Hier, blaue Fackeln, ey. Das finde ich auch cool. Ja, das ist ja aus dem Nether hier. Das kennen wir. Oh, Ketten, Leute. Ja, Ketten ist auch geil. Wow, ey, das ist ja so toll, was man hier... Was ist denn das alles? Das kenne ich alles gar nicht. Neue Kreaturen. Was? Was, echt? Was ist denn das für eine Kreatur hier? Was soll das sein? Neue Kreaturen. Braune Mushroom. Ach, das ist eine Katze? Das ist eine Katze hier, echt? Ey, Leute, ich komme hier völlig aus dem Moostop. Ich wusste gar nicht, dass... Ich habe jetzt gedacht, ein paar Sachen kommen jetzt neu dazu, aber das ist ja voll viel hier. Ach, Füchse. Ja, Füchse habe ich schon gesehen. Pandas kenne ich auch. Ja, Pandas sind doch nicht neu. Die gibt's doch schon eine ganze Weile im Dschungel. Ah ja, hier die. Wow. Ja, das ist auch toll hier. Da kann man so nach oben. Das habe ich schon getestet. Cool. Ja, finde ich gut. So. Also, das ist erstmal alles was Neues. Was muss ich jetzt machen hier? Jetzt stehen sie alle hier rum. Also ich denke, das ist ein Belastungstest. Wo ist der denn jetzt? Was war das denn? Irgendwas kann ich hier aufsammeln. Also, Leute, ich würde sagen, wir porten uns jetzt erstmal zu unserer Zone, weil hier wüsste ich jetzt gerade nicht, was hier abgeht. Ja, wir porten uns einfach mal zu unserer Zone. Mal sehen, ob das geht. Komisch, das sieht ja genauso aus wie Unlimited World. Home. Ja, das geht schon mal. Also. Ja, so. Wie haben die das jetzt gemacht? Die haben wahrscheinlich die Welt einfach nur kopiert, ne, schätze ich mal. Das wird bestimmt nur eine Kopie von dem Originalen. Und ist aber erstaunlich, ne, dass das so einfach geht. Ich finde sowas immer faszinierend, wie man sowas technisch dann umsetzen tut. Aber wenn das jetzt hier klappt, warum hat man denn dann nicht vorher die 1.16? Ich meine, ach, ich sag am besten gar nichts. So, Freunde, wir können jetzt erstmal hier unsere Säge bauen, ne, ist klar. Pass mal auf, jetzt müssen wir mal gucken, wie das geht. Ich glaube, wir brauchen dafür ein Eisen. Das testen wir jetzt mal, Leute. Das testen wir jetzt mal, aber sofort. Ich will nämlich unbedingt so eine Steinsäge haben. Also das ist ganz klar. Darauf freue ich mich schon die ganze Zeit. Auch sieht das toll aus. Ja, läuft doch richtig flüssig, oder? Also ich finde, es läuft flüssig. Also ich habe da jetzt keine Probleme hier. Ich muss mal direkt mal gucken, ob der Black Hole online ist. Black Hole ist online. Den schreibe ich jetzt mal an hier. Pass mal auf. Pass mal auf. Ich baue mir jetzt erstmal eine Säge und dann schreiben wir mal den Black Hole an hier. Das haben wir noch nie gemacht in der Aufnahme. Das machen wir jetzt mal. Dann freut er sich. Cool. Der Watercave Drafter kann den Chat bedienen. Ey, geil. Ja, ich bin total verpeilt hier, ey. Aber ne, Beta-Test heißt ja auch, dass man alles testen soll. So stand es ja auch in dem Beitrag drin. Ich verstehe jetzt nur nicht, wie die das testen. Weil wenn ich hier bin auf der Zone und die anderen stehen alle am Spawn... Das wäre ja theoretisch sinnvoller, wenn eigentlich alle überall auf ihren Zonen sind, weil dann hat man ja einen Rundumblick. Dann weiß man doch, oder? Weil wenn alle nur auf einem Fleck stehen, ich meine, wie will man denn da... Verstehe ich irgendwie nicht, aber egal. So, also, wir holen uns jetzt erstmal Eisen hier raus. So, was brauchen wir noch? Dann brauchen wir ein bisschen Cleanstone, glaube ich. Das Rezept habe ich mir nämlich schon irgendwie gemerkt, weil ich da so geil drauf bin, Leute. Da bin ich so geil drauf. So. Allerdings, wie ist denn... Aber das ist jetzt gerade wie so ein Paralleluniversum, Leute. Das ist, also wenn ich hier was aus der Kiste rausnehme, dann ist in der Originalwelt nichts aus der Kiste rausgenommen. Und alles, was wir jetzt bauen, ist im Prinzip dann wieder weg. Also zumindest, ja, doch. So, wir suchen jetzt eine Steinsäge. Stein. Da ist sie. Bam!
Leute, schaut euch das mal an. Dreimal Cleanstone und einmal ein Eisenbarren und wir haben eine Steinsäge. Und was... Oh, Leute. Jetzt wisst ihr ja, was ich tue, ne? Jetzt wisst ihr ja, was ich mache. Und jetzt hole ich mir erstmal... Wo ist das Diorit? Diorit? Hier ist Diorit. Das nehmen wir jetzt mal mit. Und jetzt gehen wir mal nach oben, Leute. Und jetzt zeige ich euch mal, was ich nämlich vorhatte. Jetzt zeige ich euch nämlich mal, was ich vorhatte. Weil da kann man nämlich ganz tolle Sachen mitmachen. Ist natürlich schade, dass das dann alles wieder weg ist. Aber ist halt eben nur ein Testen, ne? Kriege ich eigentlich die Wotthaler dann wieder? Oder sind die jetzt nur in der Welt? Weil ich bin ja direkt aus der anderen Welt gekommen. Das ist natürlich... Also alles, was im Inventar drin ist, müsste ich eigentlich wieder bekommen. So, Freunde, jetzt zeige ich euch, was ich vorhatte. Ihr könnt es euch wahrscheinlich denken. Und zwar... Also hier zum Beispiel. Wenn wir jetzt hier die Säge mal da... Was stand da gerade? Bugs, bitte hier melden. Ja, bis jetzt läuft alles flüssig. Gibt's nicht. Oh, die dreht sich sogar. Wie toll. So, und jetzt kann ich das hier reinballern. Leute, das ist so geil. Das ist das Geilste überhaupt hier. Pass mal auf, wir nehmen mal die Hälfte. Da kann man jetzt nämlich sowas hier machen. Macht fröhliche Geräusche. Dann nehmen wir nämlich auch mal sowas hier noch. Oh, klasse. Klasse, Freunde. Das ist ja super. So, ballern wir das hier mal rein. Und es bleibt da sogar... Nee, ich dachte, es bleibt da drin. So, und nun ist ja wohl klar, was hier passiert, ne? Weil jetzt können wir nämlich hier sowas hier machen. Jetzt können wir nämlich hier oben... Jetzt komme ich da natürlich nicht hoch. Moment. Ja, das will ich jetzt nicht kaputt machen, deswegen stecken wir uns mal da hoch eben. So. Und jetzt können wir... Nämlich hier so zum Beispiel sowas hier bauen. Jetzt können wir uns das gleich mal angucken, wie das aussieht. Das hat mich ja schon die ganze Zeit interessiert. Oder ob wir da vielleicht Andesit nehmen. Also so würde jetzt... Diorit... Das ist doch geil, oder? Ich finde das so geil mit diesen Slabs hier. Ich finde das toll, Leute. Das ist so richtig so... Ich würde fast sagen, hier würde Andesit sogar noch geiler aussehen. Und hier... Hier geht es. Oh, Leute, da müssen wir noch eine Entscheidung treffen, ob wir tatsächlich Granit, Andesit oder... Ich hol mal eben, hier, Andesit. Ich schreibe erstmal kurz im Black Hole, warte mal. Hier. Mein Gott, ich habe heute schon wieder zu viel gesoffen, glaube ich. Was wollte ich jetzt überhaupt machen? Achso, ich wollte Black Hole schreiben. So. W. Black Hole, da ist er. Der wird sich jetzt erstmal wundern. Warte auf, hi. Läuft alles, könnt ihr so lassen. So, Black Hole. Hi, läuft alles, könnt ihr so lassen. So, ich habe meine Steinsäge, Black Hole. Ich bin hier zufrieden. So, jetzt holen wir uns erstmal schnell mal hier den Andesit. Was ist denn das hier für ein Stein? Achso, das sind diese... Ist ja geil. Das ist lustig. So. Jetzt hole ich mir erstmal ein Andesit. Also Granit nicht, weil Granit ist klar. Granit ist blöd, weil Granit ist irgendwie so rötlich. Das kann man für ein anderes Projekt benutzen. Aber hier für unser Vorhaben. Fluss, super, dass es dir so gefällt. Ja. Genau. So. Alles klar. So, wunderbar. So, jetzt wollen wir gucken, mal das gleiche nochmal probieren mit dem Andesit. Genau. Das müssen wir dann auch nochmal testen. So. Steinsäge habe ich ja oben gelassen. Zack. Ja, da oben steht es übrigens auch richtig fett. Beachte, dass hier der Beta-Server ist. Ja, finde ich cool.
Also Leute, das läuft richtig stabil, finde ich. Also ich finde, das ist jetzt nicht irgendwie so, dass ich sage, oh je, ich komme schon so kaum hinterher bei deinen vielen. Er kommt da gar nicht mehr hinterher zum Schauen. So, also, ballern wir mal da rein. Erstmal auch hier wieder die Hälfte. Machen wir erstmal wieder hier sowas. So, und dann nehmen wir sowas dann noch mit. Das sind übrigens die polierten. Die gibt es natürlich auch als nicht polierte Variante. So, und jetzt gucken wir mal, wie das jetzt aussieht. Wieso habe ich eigentlich keine Spitzhacke? Hä, wieso ist hier keine Spitzhacke? Nur das noch. Naja, ist ja egal. Wie gesagt, ist ja Beta-Server, das heißt, das ist alles in dem Original nicht da, falls ihr euch jetzt wundern tut. Na, oh, Leute, na, das ist ja wohl mal ganz klar. Also ich glaube, wer hier gewonnen hat, ist ja wohl logisch, oder? Na, ganz klar der Andesit. Leute, nice. Schaut euch das doch mal an, das sieht doch gleich ganz anders aus. Oh, am liebsten würde ich gleich das ganze Gebäude fertig machen. Oh, Black Hole, ey, Leute, hier vom Server, ey, lasst bloß die Version hier drauf. Das ist mir egal, welche Version. Hauptsache hier diese Dinger hier, die müssen dabei sein. Ja, sieht cool aus. Auf jeden Fall. Warte mal, das reißen wir mal eben ab hier. Wieso habe ich denn keine Spitzhacke? Verstehe ich gar nicht. Irgendwie hatte ich doch letzte Mal eine Spitzhacke mir extra gebaut. What? Okay, da war gerade ein Fehler. Ist das jetzt ein Fehler? Alles klar, ein paar Fehler wurden wohl gefunden. Okay, habt's auch gerade im Video Okay. Ein paar Fehler, ja. Na ja, gut. Das ist klar. Also da, aber das können sie ja vielleicht noch fixen oder so. Ich denke, da sind das ja Pros. Huch, jetzt habe ich schon wieder verbaut. Gleich wieder abbauen. Also ich hole mir gleich eine Spitzhacke hier. Ja. Also. Hallo. Jetzt ist er weg. Also, das sieht auf jeden Fall geil aus, Leute. Könnt ihr euch jetzt schon drauf freuen, dieses Gebäude wird auf jeden Fall mit diesen geilen Stufen hier beglückt werden. Also das sieht auf jeden Fall dann richtig gut aus. Und ja, da können wir natürlich noch mehr Deko-Elemente dann ranbauen. Da bin ich schon fast am Überlegen. Da gibt es bestimmt noch mehr. Also ich habe ja gesehen, was da alles am Spawn ausgestellt ist. Zum Beispiel dieses Holz da, dieses bläuliche, das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Allerdings weiß ich jetzt gar nicht, wie ich an dieses Holz rankommen soll. Jetzt hole ich mir ja erstmal irgendwie eine Spitzhacke. Ist hier eine Spitzhacke drin? Nee. Da ist eine Kiste, da ist bestimmt eine Spitzhacke drin. Na, hier ist noch eine, guck mal, dann nehmen wir mal die hier mit. Mal sehen, ob man das übrigens jetzt hier auch, genau das, ob das genauso lange dauert. Mit der Spitzhacke. Das können wir auch gleich mal testen. So, dann werde ich jetzt mal die Spitzhacke mal nehmen und nee, das geht wesentlich schneller. Schön. So, das können wir dann mal abbauen hier. Ah. Kann man hier eigentlich sterben? Ich schätze mal schon. Och, ich mag dich küssen, ey. Ich liebe diese Säge hier jetzt so schon. Also, the saw is family. Also mal richtig geil. Und da ist sie sogar drin. Also das scheint erstmal alles zu funktionieren. Gut, also selbst wenn das so bleiben würde, dass die halt ein bisschen dann nachbacken. Gut, beim Strip-Mine ist das natürlich ein bisschen blöd. Oder beim Farmen, wenn die Blöcke dann halt... Ja, warum ist das so? Also so geht einfach. Äh.
Und dann nicht. Keine Ahnung. Ich glaube, ich muss das nicht melden, weil der Black Hole guckt sich das sowieso an, nicht wahr? Und dann siehst du es ja direkt, was hier passiert. Also, das haben wir getestet, das funktioniert. Was wollten wir noch testen? Wir wollten auf jeden Fall testen, wie das da mit der Leiter jetzt funktioniert. Das heißt, holen wir uns jetzt eben mal schnell eine Leiter. Welch Glück, die ist sogar oben. Da weiß ich, wo die ist. Ach so, diese Dinger können wir auch noch mal eben testen. Wie die sich so machen. Aber das mache ich mal auf der anderen Seite. Weil das könnte man ja auch mal eben probieren. Mal sehen, wie das aussieht. Einfach mal probieren. Wie gesagt, kann man ja alles abreißen. So. Schauen wir uns das mal an. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Okay. Oh, jetzt bin ich ja fast am Überlegen. Das sieht auch gut aus, Leute. Das sieht auch gut aus. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Das bringt auch noch mal ein bisschen Tiefe mit rein. Oh, Leute, ich glaube, wir nehmen Andesit-Stufen. Das ist ja auch toll. So. Ja, finde ich super. So, jetzt holen wir uns aber trotzdem erstmal die Leitern, weil wir wollen ja mal gucken, ob das damit der Leiter das Problem jetzt auch zu beheben ist. Sollte eigentlich funktionieren, weil Leitern nämlich ab irgendeiner Version auch an Glasbappen bleiben. Leitern habe ich da oben. Mein Gott, was ich mir alles gemerkt habe. Super. So. Also auf der Zone hier, muss ich sagen, funktioniert eigentlich alles, bis auf, dass die Blöcke dann ein bisschen lange dauern, wenn man so mit der Hand abbaut. Aber ich meine, wer baut denn Blöcke mit der Hand ab, außer Watercave Crafter? So, hier zum Beispiel, genau, da hat man nämlich ein Problem gehabt. Okay, also ist ein bisschen... Oh, wie schön, schaut mal. Und jetzt können wir hier richtig cool, bam, bam, Leiter ranbauen. Und dann kann man hier auch Zaubertisch dann reinmachen, genauso wie es geplant war. Richtig cool. Richtig cool. Dann kann das ganze Gerlumpe da mal weg hier. So. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So. Das kann dann auch weg. Sehr gut. Funktioniert. Wunderbar. So, was war noch wichtig? Was brauchten wir noch? Was war mit dem Gebäude da? Da war fertig. Da wollten wir Diorit dran machen, ne? Oder? Nee, irgendwas war. Nee, auch Quatsch. Da wollten wir auch Andesit dran ballern. Das können wir auch mal kurz testen, wie das dann aussieht. Oh, Pinecroft hat ein bisschen was gebaut. Mal gucken, ob Leitern hier funktionieren. Guck mal, es geht da, da leckt gar nichts hier. Also das ist ja wunderbar. Da kann ich ja nebenbei noch ein Schnitzel essen hier auf der Leiter. Also meines Erachtens finde ich, das läuft hier richtig flüssig. Ich hätte eine Katastrophe gefunden, wenn die 1.14.0, also die war ja wirklich Katastrophe. Das war ja wirklich, das war ja furchtbar gewesen, diese Version. Das war ja nur am Laggen, da ging ja gar nichts mehr. Da hast du ja keinen Spielspaß mehr gehabt. Aber das hier, das ist ja wirklich perfekt. Hier, guck mal, das ist ja ohne Probleme hier. Was mich mal noch interessiert, ist, wie gesagt, am Spawn, weil am Spawn, da leckt es bei mir immer persönlich am meisten. Immer wenn ich dann irgendwie in die Farmwelt oder so reingehen will. Das können wir ja auch mal testen. Wir können ja mal ein bisschen in die Farmwelt gehen. Wo geht es denn jetzt hier runter? Ach da. Genau, Farmwelt. So. Da gehen wir jetzt auch mal hin. Jetzt trinke ich erstmal hier noch einen Schluck hier in der Zeit, wo ich auf der Leiter rumhänge. Ich habe ja so einen geilen... Was ist denn das hier? Das habe ich mir beim Netto Schwarz mitgenommen. Cidermix Holunderblütengeschmack mit 4,8% Umdrehungen. Leute, ich bin ja eigentlich kein Freund vom Cider, ne? Das wisst ihr. Ich bin ja eigentlich eher so der Typ so Bier halt, ne? Ist ja klar auch. Aber Cider fand ich bisher mal so sauer. Und das hier ist richtig lecker, ey. Das ist so süßlich so irgendwie. Ich mag das. Man könnte auch sagen, das ist Schlabberwasser. Aber es geht aber wirklich nur kalt zu trinken. Weil ansonsten, wenn das warm ist, ist das, glaube ich, richtig eklig. So, gut. Dann würde ich sagen, gehen wir mal ein bisschen Farmwelt, ne? Also wir können mal beim Drachen vorbeischauen. Mal sehen, was beim Drachen so, ob da auch alles funktioniert, so. Können wir mal so gucken, was ist denn da? Da hängen ja auch so ein paar Sachen da rum. Also hier auf der Zone, muss ich sagen, was ich jetzt so gesehen habe, funktioniert alles. Also sehr flüssig, gut, Blöcke abbauen, ja. Wenn man sie mit der Hand abbaut, ist das nicht mit Fackeln. Ja, guck mal, die kannst du ohne weiteres abbauen. Kannst auch setzen, alles wunderbar. Schön, sehr schön.
So, guck mal beim Drachen vorbei. Ja, ist auch alles da. So. Ne? Wir können jetzt mal einen Belastungstest machen. Und zwar, wenn wir richtig schnell, da ist ja Minecraft auch immer, wo man es in die Knie zwingen kann. Und zwar, wenn man Getreide abbaut. Das können wir auch mal testen. Getreide abbauen. Mal sehen, wie schnell wir das hinbekommen. Mit dem Getreide. Wieso umlaufe ich denn das jetzt hier? Ach du liebes bisschen, ey. Das ist jetzt auf Scheiße hier. Naja, kann man auch machen. Jeder Gang macht schlank was. Komm, bevor wir zum Spawn gehen, testen wir nochmal kurz Getreide. Ja, Leute, demnächst werde ich mal was mit euch besprechen. Und zwar, Getreide ist unten. Und zwar wegen Streamen. Leute, ich habe irgendwie Gefallen gefunden am Stream. Nicht, weil ich zu faul bin zum Rendern. Das ist ja dann immer meistens so der Vorwurf. Du bist ja nur zu faul zum Rendern und zum Videos bearbeiten und zum Hochladen. Und deswegen machst du halt Streamen. Ich sag mal so, Leute, Stream hat ein bisschen mehr Aufrufe. Und ich bin ganz ehrlich, ich finde, Stream macht mir momentan richtig Spaß. Ich weiß nicht warum, aber ich finde es irgendwie chillig. Ich finde das cool. Am liebsten würde ich es ja auf Twitch machen. Nur wie gesagt, da habe ich leider kein Prime und deswegen kann ich es leider nicht archivieren. Finde ich ein bisschen traurig, aber naja. So, pass auf, jetzt machen wir mal hier. Eskalieren wir mal ein bisschen. Komm. Oh. Also, das ist ja, macht ja kein normaler Mensch hier. Oh, guck dir das mal an hier. Nein! Mann! Leute, die Version, die läuft besser. die Version hier, die läuft besser als die vorige. Ey, du kannst hier richtig eskalieren. Guck, das war hier. Bam, bam, bam. Da leckt gar nichts. Zum Glück muss ich es nicht neu anpflanzen. Ist ja nur die Kopie. Nice. Leute, nee, ohne Scheiß. Guckt euch das mal an. Hier, Black Hole, guckt ihr das an, ja. Du hast es bei mir in den Videos gesehen, ey. Das hat mit der anderen Version viel mehr geleckt. Hier, guck mal. Das ist ja ein Traum. Und ich habe hier alles an hier. Mucke läuft. Hier, Leulo läuft. Audacity läuft. Alles läuft hier. Audacity läuft. Ich hoffe doch mal. Ja, läuft. Schön. Ey, das ist alles an und das ist wirklich, ey, das ist ja krass. Ja, 40 FPS gerade. Coole Sache. So, jetzt können wir uns aber hier. Oh, jetzt können wir aber hier richtig hier. Hier mal. Richtig hier. Mal entleeren hier auch alles. Das kann weg. 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 Das kann man auch noch da liegen lassen. Was ist denn mit Bahnfahren eigentlich? Mal gucken, ob Bahnfahren funktioniert. Falsche Richtung, aber... Oh. Falsche Richtung gehabt. So, jetzt los hier. Hallo. Ja, also das ist ein bisschen... Cool. Ja. Ja, Freunde, ich würde sagen, funktioniert. Bleibt dort stehen. Bleibt stehen. So, stehen geblieben. Also, Freunde, das funktioniert auf jeden Fall hier. Also, Moorrüben geht auf jeden Fall auch. Kannst du Bugs Bunny spielen? Wunderbar. Also, Freunde, ab zur Spawn-Welt hier. Gehen wir mal zum Spawn. Checken wir mal da aus, was da los ist. Hier unten weiter brauchen wir gar nichts testen, wie gesagt, weil da ist ja gar nichts zum Testen. Hier wird alles angezeigt. Wie gesagt, läuft richtig stabil. Hier, Türen. Wunderbar. Das macht ja keine Sau hier. Also, aus dem Grund, wunderbar. Und ich habe eine Steinsäge. Ich bin glücklich. Boah, so, also, Leitern gehen auch. Haben wir alles soweit durchgecheckt. Funktioniert. Das Einzige, was jetzt noch war, war diese Geschichte hier mit diesen komischen Abbauen. Ne? Geht es überall so oder ist das jetzt nur da vorne gewesen? Nee, ach, hier geht's. Ach, ist ja wieder interessant. Wieso geht denn das?
Wo war das? Das war da hinten. Das testen wir jetzt gleich nochmal. Hier war das nämlich. Ach, Erde geht. Ist ja ein Ding. Das war mal hier. Machen wir mal. Ich meine, das macht ja fast eigentlich keiner, ne? Also, der mag kein Diorit. Ist ja ein Ding. Woran liegt denn das? Müssen wir mal Black Hole mal fragen jetzt gleich hier, ob ich das mal melden soll. Da stand doch irgendwas ein Bug melden. Ist das ein Bug? Aber Bug ist doch eigentlich irgendwie, kann man dadurch jetzt cheaten oder so, wenn man das, ich weiß ja nicht. Ich frage gleich mal. Aber erstmal checken wir mal den Spawn nochmal ab. Wir sind schon bei 30 Minuten, echt jetzt. Krass, also das wird eine lange Folge hier, Leute, sage ich euch jetzt schon. Sind ja schon wieder total am Eskalieren hier. So, Spawn. Am Spawn habe ich immer die meisten Probleme. Willkommen auf dem Beta-Server. Beachte, dass hier nur folgende Weltteile verfügbar sind. Zentralwelt, Norden plus Osten. Oh, da haben wir ja richtig Glück gehabt, dass wir im Norden tatsächlich auch noch... So, leckt das jetzt hier oder leckt das hier nicht? Leute, wie habt ihr das hinbekommen, dass das jetzt hier nicht mehr lecken tut? Guck mal, da ruckelt ja gar nichts. Hier, 30 FPS. Sag mal, was ist denn da los? Das ist doch... Leute, das ist ein Traum. Hier. Gut Ding wollen Weile haben. Was hat sich ja doch gelohnt anscheinend, dass man hier mal ein bisschen... Leute, hier kannst du gar... Leute, das wäre gar nicht möglich, in der 1.13 hier sowas zu machen. Toll. Jetzt denken alle, ich habe einen neuen PC. Cool. Leute, saubere Arbeit habt ihr hier geleistet. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Bin ich ja sehr zufrieden mit. So, ab in die Savanne. Gibt es hier schon neue Biome? Was ist denn das da? Okay. Das ist doch eine Savanne. Das ist doch, das sieht so aus, wie ob das aus dem Nether ist, oder? Nein! Alter! Shit! Alter, gut, dass ich eine Rüstung um hab. Was? Das wäre aber fast tödlich gegangen. Wo ist mein Wassereimer? Sag mal, wie soll ich denn hier ein Wassereimer? Mein Gott, da wäre fast abgekratzt hier. Gefährlich. Gefährlich, Leute. Gefährlich. Alter. Das war knapp. Das war knapp. Oh, ich muss immer meinen Wassereimer dabei haben. Na toll, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Ach komm, wir nehmen... Ja, dann verliere ich ja den Diorit. Ungern, aber na gut. Boah, das war aber... Mein lieber Herr gesagt, ja, gut, dass da Fässerholz drauf sind. Das hätte aber böse gehen. Ich dachte, ich... Oh, Leute, ich habe vorhin schon in der Folge erstmal ein bisschen Jump'n'Run geübt und so eine Geschichten, weil ich ja schon wieder völlig verpeilt war. Was ist denn jetzt los? Also das war ja mal wieder richtig krass. Ja, ja, da bin ich rüber. Das hat nicht ganz so geklappt. Wir müssen ein bisschen aufpassen, was wir machen. So, jetzt aber trotzdem mal dahin zu dieser Festung da. Das interessiert... What? Alter, wer hat das denn gebaut? Seid ihr irre, Leute? Echt jetzt? Das ist doch hier so eine Nether-Dimension. Abgefahren hier. Abgefahren, abgefahren. So, manche Leute haben Zeit, ne? Möchte ich auch gerne haben. Sieht geil aus. Auch schön ausgeleuchtet, dass keine Monster kommen. Finde ich gut. Wahnsinn. So, was wollen wir denn suchen hier überhaupt? Was gibt es denn Neues hier eigentlich? Bienen. Bienen müsste es Neues geben, weil die jetzt ist schon wieder so ein Teil hier, ne? Schon wieder so eine Schlucht hier. So. Genau, Bienen sind auf jeden Fall neu und ein Bambusdschungel. Das ist auch neu. Also den können wir zum Beispiel suchen. Wobei das, ich sag jetzt mal, im Hause Mojang jetzt ja selbst, sag ich mal, gelöst worden ist das Problem. Mit den, ja, sag ich mal, dass es im Nether immer so ein bisschen, im Dschungel immer so ein bisschen lecken tut. Ja, deswegen.
Leute, das läuft richtig flüssig hier. Das läuft richtig flüssig. Ich bin sehr zufrieden hier, Leute. Das ist doch geil. Guck mal, da gibt es doch gar nichts zu kritisieren hier. Das ist doch alles super. Können wir sofort umstellen hier. Guck mal, hier kannst du schön tauchen hier. Was war denn das da eben? Das sah ja auch interessant aus. Na toll, jetzt sind wir mitten auf dem Ozean. Cool. So, was wollten wir denn eigentlich? Einen Dschungel wollten wir haben. Ja, finde ich jetzt den Dschungel? Hm. Hui. Klasse. Leute, das ist doch toll hier, oder? Sagt mal nicht, dass das nicht toll ist. Unterwassergeräusche gehen auch. Vielleicht finden wir ja auch was Tolles. Außer Kelb. So, Monster sind auch da. Da ist ja fröhlich. Kommt ja auch noch angewackelt. Hau ab. Mal so ein Krach. Hä? Schnell weg. Oh, da ist irgendwas. Da leuchtet es. Da gehe ich mal hin. Da leuchtet was Schönes. Ja, ja, ist ja. Ach. Nein. Hau ab, du. Na, wer wird denn da gleich? Jetzt ist einfach mal gut hier oben. Mann. Gehen Sie mir auf den Sack hier. So. Gut, und dann würde ich sagen, machen wir noch das Letzte, was wir jetzt hier testen können. Das ist ja ein Dungeon. Hier ist ein Dungeon. Wow, sogar was drin. Das brauche ich alles gar nicht. Was habe ich da mitgenommen? So. Hier, haben wir erstmal aufgeräumt. Meine Steinsäge gibt es nicht. Die behalte ich jetzt hier drin. So, pass auf, jetzt werden wir mal ein bisschen was testen. Wir werden jetzt noch mal kurz hier mal mit der Spitzhacke mal einfach mal so durch den Fels hier kloppen. Mal sehen, ob das auch klappt. Weil manchmal ist es ja auch so, dass es in Minecraft hier bei so einem Strip-Mine immer so ein bisschen Probleme gibt. Aber Leute, auch das hier, schaut mal, das ist richtig schön flüssig. Also besser kann es doch gar nicht gehen von der Performance. Das war anders, ist doch super. Hier, wunderbar. Hier, oh, Eisen. Also ich finde, das läuft hier perfekt. Gut, haben wir genug getestet. Also, wieder zurück zum Spawn. Spawn müsste hier sein. Farmwelt verlassen, Rechtsklick. So, und hier nochmal kurz. Ich kann das ja gar nicht glauben, dass das hier nicht laggen tut. Das ist ja Wahnsinn. What the fuck, was haben sie mit ihm gemacht? Wie sie alle durchdrehen hier. Guck mal, geh mal Black Hole suchen. Vielleicht entdecken wir den hier irgendwo. Einen roten Namen, der hat bestimmt einen roten Namen so oben da drauf. Alter, was? Wir wollen noch eine Runde Bahn fahren. Wir können ja noch mal Bahn fahren gucken, ob Bahn fahren jetzt funktioniert. Oh, ich habe Lohnrouten. Cool. So. Ja, also meines Erachtens läuft das gut. Also ich glaube, wir brauchen das Video jetzt hier gar nicht länger in die Länge zu ziehen. Wir haben es jetzt wirklich getestet. Also schaut mal hier, da ist ja wirklich wunderbar. Also ich sag mal, am Spawn, da, das sagt ja schon alles, dass das wirklich perfekt läuft. So, jetzt werden wir mal hier noch testen, Bahn fahren. Und da kann ich ganz gemütlich erstmal ein Stückchen trinken. Ah. Mal die Kartoffelchips rausholen. So, Richtung Nordosten, da hört sich gut an. Da wollen wir eh hin. Ja, das ist in Ordnung hier. Okay, das war aber normal. Das war bei den Feuer auch so. Das ist, wenn die neue Welt generieren.
Turboantrieb hier. Server belassen. Ob das jetzt... Oh, was ist jetzt passiert? Hilfe! Oh! Nein! Ich sehe nichts mehr. Ich bin im schwarzen Loch gefangen. Wow! Ja, okay. Hier sollte man vielleicht noch ein bisschen arbeiten dran. Oh je. Die Reise zum Mond. Ja, also hier ist noch ein bisschen... Extrem. Also hier sind ein bisschen noch Probleme, glaube ich. Ich steig mal aus. Ich kann gar nicht aussteigen. Hilfe! Wo bin ich denn jetzt hier? Leute, ich komme nicht mehr raus. Interessant, sowas habe ich noch nie erlebt. Ich schreibe mal Black Hole eben. Warte mal. Geht das? Kann ich den Chat bedienen? Ja, das geht. Okay. Vielleicht fahren wir im Kreis. Pass auf. Schauen wir mal. Ist er noch online? Ja. So. So. Jetzt muss er mich befreien hier, komm. Rettungsversuch. Ich kann dir aber gar nicht sagen, wo ich feststecke. Wie kriege ich denn raus, wo ich jetzt hier gerade bin? Ich kann ja nicht sagen, hier sind Bäume. Oh, jetzt ist es eh da. What the fuck? Ja, interessant. Leute, ich kann auch nicht aussteigen oder so. Also geht gar nichts. Bahnhof Modern City. Kann ich Rechtsklick machen? Geht auch nicht. Ah, okay. Alles klar. Jetzt bin ich... Jetzt geht's wieder. Alles klar. Zauberhände. Jetzt steige ich aber aus. Oh, Leute, wir sind befreit. Wir sind befreit. Oh, mein Gott, das war eine Horrorfahrt, ey. Mord im Orient Express. Da bin ich. Da... den klingt nicht anders. Ja. Da ist er. Komm, wir verfolgen ihn mal. Läuft er auf die Schienen hier. Achtung. Ja, also da würde ich noch mal ein bisschen dran rumschrauben an der Schraube. Das ist ein bisschen gruselig, wenn man da... Genau. Leute, ich hab Black Hole in der Aufnahme. Ist das geil? Ich freue mich voll. Und das auch noch so durch so einen Zufall, ja, dass ja auch ein technisches Problem hier war. Wir folgen ihnen auf Schritt und Trick. Tritt. So. Da gibt's die nächsten Knöpfe. Ja, vielleicht fährt er ja mal selber und erlebt dann selber mal so eine Horrorfahrt. Das war ja wirklich richtig spooky gewesen. Da haben wir einen Mond gesehen und alles. Also das war ja... Oder ich habe zu viel zu tief ins Glas geguckt. Kann auch sein. Wo führt er uns denn hin hier? Die Geräusche hier.
So, cool. Einfach mal zu zweit hier mal langlaufen hier. Ist doch geil. So, mal schauen. Finde ich cool. Hier. Ist, glaube ich, das erste Mal, ne? Bei dem Projekt hier. Huh? What? Was ist das denn hier? War da gerade was im Wasser? Das kenne ich gar nicht hier. Cool. Ah, so eine Farm. Nice. Da ist irgendeine Schaltung. Wahrscheinlich automatisch, schätze ich mal. So, da tropft es von der Decke. Ja, Freunde, da würde ich sagen, Test bestanden. Alles soweit super, alles soweit dufte. Ein paar Sachen funktionieren noch nicht ganz. Blöcke abbauen und dann dieses Gruselige da mit der Bahn. Das war ja wirklich extrem gruselig. Und da würde ich auf jeden Fall nochmal dran arbeiten. Ansonsten kriegen ja Leute Panik da. Da steigen sie nie wieder ein in so einen Waggon. Gut, Freunde, dann sage ich schönen Dank fürs Zuschauen, fürs Interesse. Und ja, danke nochmal an Unlimited World, dass wir hier auch selber mal als Spieler auf so einer Testwelt mal spielen dürfen. Finde ich ja ganz interessant. Habe ich sowas noch nie gemacht vorher. Ist schon Premiere gewesen, das Ganze auch mal so zu testen. Und ja, ich hoffe, dass dann das Ergebnis gut sein wird, dass wir möglichst bald dann Updaten tun auf die 1.16. Ganz klar, Steinsäge, richtig geil. Und ja, wir sehen uns wieder beim Bau-Event, würde ich sagen. Bis dahin, tschüss.